sind sie nackt. Also, die meisten sind ja. Und sehr viel Partybrot. Wir können jetzt gleich links fahren als Cannabis-Plantage. Können wir ein bisschen Kläuter holen. Was haltet ihr denn davon, wenn wir ein Liedchen singen? Oh, oh nein. Abstand halte ich davon. Ich möchte bitte aussteigen. Eine nur meine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Nee, kannst du dir mal deine Tüte in den Mund stopfen? Jetzt lass den Mann nur singen, wenn er so singen möchte. Es ist ein Volkslied. Oh, blöd, schon wieder eine Brücke. Oh, eine halbe Brücke. Ein Brück. Ein Brück. Also bei uns oh, Brücke wächst. Bei uns in Bayern ist es eine Tradition, sobald man gebaut. Eine... Das sind die Kollegen von der Nonna am Wert, die bauen die jetzt gerade. Blöd, nee, das ist russische Brücke. Russische Brücke bauen sich am schnellsten. Ist das Tradition in Bayern, Herr Gradler? Ja, aber die bauen ja auch aus Pappmaché, die Russen. Dass man, sobald man eine aber Brücke beste Pappmaché. Das stimmt. Hält bombenfest. Mit dem besten Kleister vom Haar gebaut. Allerbeste. Du hast es erfasst. Entschuldigen Sie, Herr Schweinebauer. Okay. Ich bin ruhig. Bin doch nicht der Schweinebauer. Test. Das nicht? Dachte, die hatten da vorhin so ein paar Schweine bei sich. Dachte ich, sie wären Schweinebauer. Ja, das waren die Polizisten, waren sie. Ach so, waren da. Okay. Ja, damit habe ich so. Ja, da wird getrunken, wenn man eine Brücke überquert. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das waren vielleicht drei Worte, aber das hat lange gedauert. Haben Sie denn was zu trinken dabei? Ja, ich hatte meine ganzen Hoffnungen lagen auf dem Russen, aber der hat nichts. Ich hab, warte, ich kann mal gucken. Ich hab 3 Flaschen Wasser. Ja. Aber so langsam wie wir fahren, dann fermentiert. Die hat er doch eben hier aufgefüllt, oder nicht? Ich hab auch den Russen dabei, ich hab einen Benzinkanister, den können wir trinken. Ich versuche mit. Der knallt bestimmt. Ich versuche mit Hasenfleisch und Wasser ein bisschen Schnaps zu machen. Dinkel schon wieder? Ach nee, der ist noch am Meditieren, stimmt. Der Dinkel, der ist unter Deck gegangen, der braucht ein paar Minütchen für sich. Ich glaube. Ja, und ich jeder weiß, was er gerade macht. Ja, er dinkelt sich einen. Genau. Er hat das Unterdeck abgedinkelt und jetzt dinkelt er sich ein. Oh Gott, war der Schleuse. Eine Schleuse, blöd. Ich lach trotzdem aus Freundlichkeit. Oh Gott, tschüss. Weil alles ist Freund, macht gute Witze. Ja, danke. Jetzt, ist da vorne nicht Hafen? Ja, hoffentlich. Oh, Zivilisation. Aber nee, ich sehe keinen da Hafen. Das ist ein Seekap. Haben wir Pech gehabt. Während dieser Schifffahrt verdiene ich Tausende von Dollar alle 5 Minuten. Das lohnt sich. Russische Geschäfte halt. Da. Gewusst wie. Geld verdient sich von allein. Ja. Ja, zum Glück über den Nonnenfonds. Ich kriege auch alle 5 Minuten Geld hier. Da ist die Kajüte wieder aufgegangen. Hört ihr das? Ja, ich glaube, ich höre ihn. Ich glaube, Dinkel. Ja, mit Dinkel. Ah, okay. Herr Dinkel, ne? Ja? Haben Sie zu Ende gedinkelt? Ich habe zu Ende meditiert. Gedinkelt haben Sie doch. Gibt's da vorne aus dem Steg, da kann man anhalten. Wir haben gute Nachrichten. Da, wir können halten am Hafen. Ihr wollt da aussteigen? Es sieht so trostlos aus. Wir wollen doch nicht bis da vorne hinfahren. Ich glaube nicht, dass wir weiterfahren möchten. Ich kann da nicht. Nein, Hilfe nicht. Also ich muss sagen, dass die komischste Bustour und Bootstour in meinem ganzen Leben war. Ich habe ein bisschen mehr Saltos und Loopings gedacht, aber das so ist. Ich habe ein bisschen mehr Komfort auf dem Boot gedacht. Was ist das hier für ein Fischerboot überhaupt? Entschuldigen Sie, das ist dafür gedacht, um Krabben zu fischen. Ja, toll. Und wir fahren damit eine Rundtour, ey, wir sind hier bescheuert. Krabben und Glaschkalaf. Beste Rezept. Baba Gum Shrimps, die esse ich. Sonst ich sehe nichts. Land, da vorne. Oh, ich sehe Kräne. Sehen Sie die Kräne? Das sagt die Nonne, ich sehe Land. Ey, wir fahren die ganze Zeit an der Küste lang. Ich kann doch nicht so weit gucken. Ja. Da wo siehst die Kräne sind, ne? Ja. Da wird gebaut. Ui. Klasse. Sag mal, Hupen bitte. Der Kahn hat keine Hupe, die ist defekt. Oh. Scheiße. Na toll, dann hupe ich. Hup! Hup! Mann, war das wunderschön. War gut, ne? Ja. Ich habe eine kleine Träne in den Augen. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich bin übermüdet. Und dann passiert so eine Scheiße. Ich entschuldige mich hochachtungsvoll bei euch. Da vorne ist das Ziel. Ich sehe es. Blair Dinkel, soll ich dir einen Energy-Drink geben?
Habt ihr nee, jetzt noch Trinken nee, dabei? Nee, sonst kriege ich noch einen Herzinfarkt. Ich kann davon nicht so viele trinken. Ist jetzt erstmal ein Apfel, das ist was Gesundes. Ich habe bei meiner Wasser getrunken. Hat das geschmeckt? Oder war ach, das nicht Apfel. Ah, das war schon gut so, ey. Blärt, ich sehe Land zukommen, aber es entfernt sich immer weiter, anstatt näher zu kommen. Das ist der Alkohol. Zum Kopf gestiegen. Was ist denn das da hinten mit den Krähen? Ist das ein Neubaugebiet oder was? Er wird gebaut. Ja, was wird da gebaut? Ja, das weiß ich nicht, aber der wird gebaut. Ja, das ist ja wieder eine super tolle Rundfahrt hier. Super das will man merken, ey. Da wird gebaut. Ja, da drüben an der Felsformation, das sind Steine, falls es noch nicht aufgefallen ist. Ach, so sehen die aus. Ja. Schon lange nicht mehr gesehen. Nicht Motor ausmachen. Aber ich muss bremsen, ansonsten fahre ich da hinten gegen die Wand. Aber bei dieser Geschwindigkeit passiert nichts. Eieiei. Wieso ist dir eine Lampe im Wasser? Sieht das nur ich? Doch, ich sehe das auch. Nein. Wo ist eine Lampe im Wasser? Rechts. Das Fische sehen, wohin schwimmen, dass sie nicht gegen Hafen schwimmen. Okay. Das macht Sinn. Das ist ein Fischleuchtturm wahrscheinlich. Da ist unten ist bestimmt Atlantis. Noch ein Stück. Komm, Captain, das schaffst du. Gleich schwimmen wir rückwärts. Oh oh. Das ist Spannung. Wir sinken. Was? So, meine sehr verehrten Fahrgäste, ich bitte Sie auszusteigen. Ja, aber ich komme. Ich erreiche nicht das Land. Wenn ich jetzt aussteige, sterbe ich bestimmt. Hallo? Was ist das denn für eine Kacke? Hier gibt es doch nicht mal ein vernünftiges Beiboot oder was? Das war eine hervorragende Idee. Ich hab euch gesagt, Mann, hier. Das Wasser, nicht. Oh, Scheiße, jetzt im Wasser. Unter Wasser hört man gar nichts, man versteht nicht. Das ist scheiße blöd. Alle hören sich so blub, blub, blub. Hallo, ich bin blub, blub, blub. Vorne geht's raus. Ich muss dir was ganz Wichtiges sagen, und zwar blub, 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 blub. Ey, also ich würde sagen, auf ja, traverscheck.de würde ich diese Reise mit dem ich würde den mal welche abziehen. Von null. Ich würde auch blub, 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 wenn du nicht blub, blub, blub. So hörst du dich an, mein Freund Dinkel. Kannst du mich hören? Wer hat gesprochen? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Kannst du mich hören? Stau auf der Leiter. Hallo, nimmst du deinen Kopf aus meinem Arsch, bitte? Ich geh mal schneller. Oh oh, scheiße, blöd. Es geht nicht. Nein, was hast du gemacht? Du hast mich runtergeschmissen. Das hier. Hey. Diese Leiter ist Bullshit. Ihr seid einfach zu schwach. Ihr müsst das letzte Stück springen. Ich trau mich nicht. Ich glaube, ich bin schon halb tot. Stehen bleiben und alle aus dem Wasser kommen. Ich habe Schmerzen. Jetzt ist schon wieder die Bullerei hier. Hast du den Leertastenmuskel? Spring! Leertaste! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme hier nicht raus. Insgesamt sind wir 8, glaube ich. Insgesamt sind sie 8. Ja, warum? Komm schon, Dinkel, du schaffst es. Ich schiebe dich an. Los! Geh auf meine Schultern. Los! Was geht denn jetzt ab? Bekommen haben von einem Bürger, der uns mitgeteilt hat, springen! Dass wir hier Drogen einschiffen. Oh, blöd. Ah. Oh, blöd, was machst du? Es geht nicht, ich trau mich nicht. Drück dein Leertastenmuskel. Es geht nicht. Oh, Scheiße. Es geht. Lebst du noch? Mir geht's nicht gut. Okay, jetzt versuche ich. Achtung, es geht. Kommst du rauf? Wo sind die anderen? Auf der anderen. Die planschen da hinten noch. Die kommen auch nicht raus. Los, jetzt.
Streng dich an. Hier, nimm meinen Finger. Kann ich dir eine Hand reichen? Was hat mein Kollege gerade da gemacht? Das haben sie nicht gesehen. Er ist gerade nämlich mit dem Auto ins Nicht trinken. Ich möchte dahin. Ich werde sie, komm, da sie sehr viele sind, hoch, da waren sie mal kurz weg, werde ich sie, wenn sie gleich alle aus dem Wasser sind, einmal festnehmen. Da sie so viele sind. Moment, sollten die Kollegen kommen, wenn ich, kann ich sie wieder freilassen. Das ist jetzt nur, weil wir unterbesetzt sind. Kann ich hier von hier zu hören? Nein, die kommen am besten mal hoch. Die Leiter ist aber nicht hoch. Gedacht, die Kollegen, wir nehmen die erstmal alle fest, weil wir unterbesetzt sind. Wer will die Firmen gut wissen? Komm ich mal an die Leiter hier. Ich hab gesagt, die Boots ist eine Scheiße. Ja, die Nonne ist so. Was hast du denn gemacht mit dem Auto? Wer ist denn jetzt hier? U-Boot spielt. Schönen guten Tag. Ja. Oh, jetzt. Hilfe! Yes. Ich wieder runterfalle. Muss mal gucken, dass du irgendwie hinbekommst. Ich werde ihm jetzt mal kurz die Handkissen anlegen. Ich mach sie auch nicht zur Feste. Was machen wir? Bitte, warte. Ach, der Auto. Sich einmal bitte dort drüben mit hinstellen? Okay, mach ich. Ich bin mal festgenommen. Die laufen mir nämlich jetzt zu viel rum. Warum denn? Die Entschuldigung. Ich wurde auch festgenommen. Hier. Bitte drehen Sie sich mal zu mir. Hier. Also mit dem Rücken zu mir. Ich möchte Ihnen gerne Handfesseln anlegen. Aber vorsichtig, bitte. Ja, ganz vorsichtig. Komm ich hier raus, Herr Polizist? Die Leiter ist nicht, geht irgendwie nicht bis zum Ende. Ah, nicht so fest. Das ist ganz locker. Ja, aber ich bin sensibel. Ich hab geschmeidige Handgelenke. Entschuldigen Sie, Herr Officer, was haben wir denn? Ich dachte, Sie hätten Branken, aber keine geschmeidige Handgelenke. Ich habe beides, ich bin Russe. Jawohl. Ey, ich hab's geschafft. Jawohl, mein Freund, du klatsche ein. Aber ich kann nicht, ich habe Handschellen. Ein Fall. Was bist du? Hey! Herr Polizist, können Sie mich mal rausziehen? Namen von dem Zivilisten aufgeschrieben. Ich komme einmal bitte umdrehen. Hallo, stehen bleiben. Einmal bitte umdrehen. Ach, hallo, und dort sind es. Es sind so viele Leute hier, wissen Sie? Alois, Blade, lauf! Er will dich was anhängen. Oh. Ja, da hat mich schon festgenommen. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin voll verletzt, habe ich gemerkt. Und ich bin an dieser Schiffskonte hängen. Ja, Frau Kollege. Ich komme hier aus dem Scheißwasser raus. Hallo. Ich komme hier raus. Ich komme auch nicht raus. Hallo, warum muss ich hier vorne noch stehen? Ich möchte zu meinen Freunden. Hallo. Darf ich hier zu meinen Freunden? Er hat gesagt, wir hätten uns nach. Ich weiß, wie. 15 verstanden. Ich check. Hol damit. Blöd. Ach, Kollegen. Ja, hallo, Kollegen, da, hier, huhu. Ach du meine Fresse, was ist denn los mit dir? Was denn wir da? Ich fahr mal aus, das war jetzt, wo es spannend wird, trägst du mich weg. Wenn das aus dem Wasser kommt, ist auch sehr lustig. Ah, Boris, alles gut? Privat, mein Freund. Boris, du warst zunächst. Wegen was stehen wir jetzt hier? Ja, aber lass uns die haben gesagt, dass wir einen Drogenhandel irgendwie mit dem Boot und so. Ist das. Das ist nicht echt, das gehört zur Tour, oder? Ich habe auch gedacht, dass das grüne Zeug einfach da so im Lagerraum liegt. Ja, nee, für grünes Zeug. Hör mal, da war ja nichts drin. Lass dir nichts anhängen, Blöd. Das grüne Zeug im Boot war Schimmel. Schau mal, der Polizist lacht jetzt hier. Ich bitte, ich der Mann mit dem, wie schaut denn jemand aus mit dem Hut, genau? Ja, wir haben noch mehrere Verdacht, dass das Drogen auf dem Boot sind. Soll nicht. Ich sitze noch im Auto. Hallo. Da ist ja nichts auf dem Boot. Hallo, das ist mir das Boot hier. Wenn Sie mich jetzt mal aus dem Auto holen, ich schmeiß mich wieder rein. Das hast du mal seine Pause. Ich schau mal kurz. Na klar, da ist dann gleich erst einmal, was es geht. Gell? Ist alle dann hier von euren Leuten jetzt. Wieso darf der ohne Handfesseln laufen? So, packen Sie da mal bitte die Kabelbinder runter. Sagt mal, Kollegen, warum stehen die denn hier alle in der 8? Was weil für eine 8? Wir waren nur unterbesetzt, deswegen, weil die alle hier so querbeet. Ich hab gesagt, wir machen die los. Wir machen jetzt los. Mach den Jungs einmal hier die Kabelbinder runter, dann ist ja unangenehm. Der sieht nämlich auch so querbeet. Die Armen. Ja, ich bin verletzt. Ja, Blöd, wir haben nichts gemacht und werden einfach gefesselt. Ich hab ihn ja auch gesagt, den Kopf. Okay, ich behalte sie mal kurz. Dankeschön. War gerne und der Grund war ja auch Christian. So, machen wir mal ein Animals, wir haben keine Drogen im Start, das ist ganz legal.
Okay, jetzt geht's wieder besser. Okay, schön. Ja. Wir sind aber auch nicht viele hier. Dankeschön. Ja, ja. So, also bitte einmal hier Ruhe. Ja. Bitte einmal um Aufmerksamkeit. Guten Tag, mein Name ist Sergeant Kingston. Was ist hier los? Warum sind Sie alle in der 8 hier? Wissen wir nicht. Wir hatten ja den Dispatch, dass die Drogen hier einschiffen von Anonym. Wenn Sie damit gelesen haben. Das ist Bullshit. Und ich hab ja nichts gemacht. Ruhe jetzt da drüben. War das vielleicht der Lust? Scheiße, Blade, ich bin runtergefallen. Jungs, was ist bitte los mit euch? Warum steht Carlo, noch gefesselt? Ich bin runtergefallen. Hilfe! Hilfe, ich bin runtergefallen. Ich stecke in der Ritze fest. Hilfe, Blade. Ich bin verletzt. Ich komme jetzt erstmal alle ein paar Schritte nach vorne, dass ich da links auch noch runterfällt. Ich bin verletzt. Alles klar, bitte alle hier mal von der Kante weg. Ich komme. Blade. Gehen Sie bitte mal da weg. Ich habe eine Idee. So. Ich habe Verletzung. Warten Sie mal kurz. Ich blute. Ja, warten Sie. Geht mal da weg hier. Blade, rettet mich. Pack die weg da. Wollt ihr jetzt mit dem Auto rausziehen? Ja, wir hängen gleich ein Seil dran, dass er hier hochklettern kann. Wir müssen versuchen, so mal ins Auto zu klettern. Ja, das ist zum Glück ein Engländer. Wo ist? Moment. Raus. Könnt ihr da irgendwie sich am Seil hochziehen? Nein, noch nicht. Okay, dann, ja. Ja. Alles auf eine Karte, geh mal da weg, Ross. Oder ja. Weg. Sollen wir... Nein, es reicht nicht. Ich komme nicht... Ich kann nicht erreichen. Wollen Sie gleich Geld haben? Okay. Geh mal einen Schritt zurück. Dann probieren wir was anderes. Ich komme nicht hin. Ja, was ist das für eine Schlitz hier? Warum ist der hier? Moment, warten Sie mal. Bleibt jetzt hier drin. Ja, hier. So, der Rest darf man wieder hier drüben mit aufstellen und... Ich kann dir meinen Ausweis zeigen. Ich glaube, dass unsere Touristengruppe hier mit disziplinieren wird, was die da drüben sind. So, einen Moment. Okay, da. Und sind wir wieder weit näher dran, ich hatte sie gerade. Okay. Hallo, wie kommst du hier runter? Über den Schlitz warten Sie mal, ich muss sie mal kurz erstmal verbinden. Ja, danke. Ich bin gerade durch den Schlitz runtergeklettert. Du bist ganz mutig, du kommst zu mir runter in den Schlitz des Todes. Ja, ich meine, ne? Wenn sie hier unten sind. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Das machen wir schon, alles gut. Erstmal kümmere ich mich um sie. Okay, das ist sehr gut von dir. Oh, das. Autsch. Sie haben mal ein Frauengesicht. Warte, wen haben wir da oben? Ja, warte. Wenn wir hier vorne hätte, geht dann. Ross? Ja, wir ziehen hier irgendwie zusammen hoch. Ja, Ross, hör mir mal kurz zu. Ruf mal hier die Dingweste und 110 die Medics ran. Können Sie mir nicht helfen? Auch ich kann Ihnen helfen, aber ich kann Ihnen nur sporadisch helfen. Das heißt, ich kann Ihre Blutungen stoppen, aber nicht die Wunden schließen. Okay. Schiff, Schlüssel, sonst lassen wir